Frischlingsparade wird Ihnen präsentiert von der Provita Gesundheitsversicherungs AG und der Neuburg Garage, Ihrem Mitsubishi-Vertreter in Winterthur. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur Frischlingsparade. Begrüßen Sie Ihren Gastgeber Marco Fritsche. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend. Nicht immer heisst es Nomen ist Omen. Es gibt ja auch so ein bisschen angejörte Küchli, die bei uns nicht mehr kommen. Einfach aus dem Grund, wenn man sie in der Schweiz vielleicht nicht so kennt. Die können durchaus im Herkunftsland schon kleinere Berühmtheiten sehen. Beim nächsten ist es sowohl in seinem Herkunftsland schon eine kleinere Bekanntheit und Berühmtheit, als auch noch wahnsinnig frisch. Also im 24 oder kann man noch sagen, Hörigshäsli. Käfifleisch, wie wir sagen jetzt ab und zu. Aber gut. Er hat gewonnen beim Quatsch Comedy Club Berlin bei der Nachwuchs- oder bei der Talentschmiede. Dort wirklich einen glamourösen Sieg eingefahren. Hat jetzt auch schon ein Soloprogramm und das heisst, Achtung, morgens 15:30 in Deutschland. Untertitel: Aus dem Leben eines aufgeweckten Studenten. Das lässt natürlich schon vieles erahnen. Also seine Hauptbeschäftigung ist, er ist Student. Und er sagt, obwohl er sehr jung ist, ich schlafe auch schon mal durch. Also das passt irgendwie zu sehen. Und dann hat es in seinem Programm ein bisschen so, also es hat so ein bisschen einen Wunderpunkt. Das ist Siegen. Also es gibt so eine kleine Stadt, das ist so, ich weiß nicht mehr genau, wie er es mir beschrieben hat heute Nachmittag. So, wir würden jetzt sagen, ein gottvergessenes, hure abgelegenes Loch. In Deutschland nennt es das eine Kleinstadt, Siegen. Und er hat gesagt, der Witz... Nein, das heisst so, also es gibt es in echt und um das handelt es, glaube ich, auch ein bisschen in seinem Programm. Oder nicht nur, aber doch auch schon. Und er hat gesagt, es ist kein Point of him, sondern glaube vom Harald Schmidt, dass es den Ausdruck gäbe im Zusammenhang mit dieser Stadt. Was ist schlimmer als verlieren? Hat was, hä? Vielleicht sehen die Deutschen uns etwas voraus, weil mit dem Hochdeutschen lassen sich einfach Pointe machen. Wo ja, Schweizerdeutsche manchmal ein bisschen mässig-lässig funktionieren. Aber gut, wir sind gespannt, wie er das macht, unseren David. Und ja, er hat noch gesagt, ich soll doch so ein Band anfinden. Was gäbe es denn in der Schweiz genauso grauenhaft in Sachen Kleinstadt oder gottvergessenes Loch am Ende von weiss auch nicht wo? Dann habe ich gesagt, ja, also, das ist jetzt noch schwierig. Im Sinn von, wo nichts, würde es einfacher machen, aber... Gut, also wir müssen uns das mit einer gewissen schweizerischen Grossmut anschauen und uns vielleicht auch nicht angegriffen oder betroffen fühlen, sondern es einfach im Sinn von Siegen in Deutschland und Geschichte von einem leidgeprüften Studenten. Meine Damen und Herren, einen herzlichen Applaus für den David Wecker! So, das ist richtig schön, hier zu sein. Ich freue mich richtig. Zum ersten Mal in der Schweiz. Es ist ja ein Knaller. Ich habe mich gestern Abend auch schon so gefreut. Wir haben gestern richtig gesoffen. Kann ich direkt schon mal so sagen. Also wir haben gestern richtig, richtig Party gemacht. Wir haben gestern richtig Knallgas gegeben. David Hasselhoff hätte gesagt, Respekt. Also, es war... Gestern war richtig, war so. Gestern dicht wie die Arterien von Rainer Kallmund. Also es war richtig... Hat sich gelohnt. So, aber ich war gut, ganz ehrlich, heute Morgen noch ein bisschen fertig. Ja, ich war heute Morgen so fertig, im Bus hat mir direkt erstmal ein älterer Herr seinen Platz angeboten. Es ist wirklich passiert. Und ich sag noch so, ja danke, ist ja sehr nett, aber ich glaube, es ist doch besser, wenn Sie den Bus fahren. Aber hey, bitte, die Geste zählt. So, und wenn du von der Party kommst, du hast richtig gefeiert, dann läufst du durch die Stadt und du siehst andere Sachen als sonst. Ich bin heute an einem Laden für Babybekleidung vorbeigekommen. Da lag ein ganz kleiner Strampelanzug im Schaufenster und auf diesem ganz kleinen Strampelanzug stand folgender Spruch: frisch gepresst. Da denkst du morgens aber auf, was wird denn hier gespielt? Also meine Güte. Ich weiß auch ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, was wir gestern alles gemacht haben. Ich weiß nur, zum Thema Party weiß ich nur eins sehr genau. So oft wie im letzten Jahr an jeder verdammten Ecke Michael Jackson gespielt wurde, da kann man für dieses Jahr echt nur hoffen, dass Xavier Naidoo nicht stirbt. Das will man sich nicht vorstellen, was dann hier los wäre. Ne? So. Ah doch, genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Gestern war WG-Party angesagt. Richtig schöne WG-Party. Erstes Zeichen dafür, dass die WG-Party gut ist, ist ja erstmal unten die Haustür, ist einfach offen. Teilweise kommst du auch nur versehentlich vorbei, dann gehst du einfach mal rein ins total überfüllte Treppenhaus, kommen Leute an dir vorbei, die tragen den Bierkasten hoch, kommen Leute entgegen, die tragen den Fernseher runter.
Es ist richtig was los. So, und da kommst du oben an. Gut, kennst du keine Sau, aber das Bier ist umsonst. Schön. So, das ist so ungefähr die klassische WG-Party-Situation, wie wir sie alle ungefähr kennen. So, Problem ist jetzt heutzutage nur, oder ich formuliere mal andersrum, früher, am nächsten Tag nach der Party, konntest du ja problemlos sagen, was? Das habe ich nicht gemacht. Ich habe gestern auf der Party nackt vom Balkon gepinkelt, unten dem Nachbarn noch ins offene Schiebedach. Nein. Heute heißt das, doch, guck doch auf YouTube. Das wird dir heute gesagt, doch, gib doch bei YouTube mal ein, hier, Drunk Idiot Peeing on S-Class. Mal eingegeben, hatte schon über 500.000 Klicks. Ne? Super. Über Nacht berühmt. So, ich freue mich. Nein, Leute, komm, ganz ehrlich, ich trinke vielleicht schon ein bisschen viel in letzter Zeit, das kann schon sein, denn jetzt kommt auch wieder so eine Ohrstelle. Könnt ihr euch immer noch vorbereiten? Ich habe gar keine richtige Perspektive. Danke. Oder anders formuliert, ich studiere Germanistik. Da wäre eigentlich Ohr angemessen. Sind Germanisten hier heute Abend zufällig? Ihr wollt nicht erkannt werden. Okay, habe ich Verständnis für. Ich muss auch dazu sagen, zur Ehrenrettung, ich studiere Germanistik jetzt nicht irgendwie hier auf Lehramt, ne, oder auf Magister oder so. Nein, ich studiere das auf gut Glück. Aber bitte komm, also diese Germanistik-Klischees, die kennt man inzwischen. Ich mache sie schnell weg, dann haben wir sie durch. Also komm, bitte, was heißt Germanistik? Gut, Germanistik heißt im Grunde, ich kann den Hartz-IV-Antrag ohne Rechtschreibfehler ausfüllen. Es sind Klischees, es stimmt auch so einfach nicht. Ein Freund von mir, der hat gerade seinen Abschluss gemacht und der hat es sofort zu einer großen deutschen Tageszeitung geschafft. Und er sagt, es läuft da richtig gut. Er sagt, es läuft da so gut, wenn er so weitermacht, dann darf er bald auch im Nachbarbezirk austragen. Gut, das ist Germanistik. So, und jetzt ist es gerade schon verraten worden, ich studiere das tatsächlich leider in Siegen. Ist schon mal jemand irgendwie aus Versehen in Siegen gewesen? Versehentlich? Irgendwie ganz übel verfahren oder sowas? Nein. Hat mal jemand Bekannte besucht, die da inhaftiert sind oder irgendwas? Nicht? Okay, komm. Dann mache ich kurz mal eben vor. Siegen ist so eine Stadt. Kommst du hin und sagst, ja, tschüss. Nein, da kommst du zum ersten Mal hin und sagst, ja gut, puh, hier kann man sehr schöne Schwarz-Weiß-Fotos machen. Mit Farbfilm, wohlgemerkt. Man ist ein bisschen besorgt in Siegen. Es wurde vor kurzem auch eine Umfrage gemacht, was könnte unsere Stadt denn so ein bisschen schöner machen? Und die häufigste Antwort war, ein Angriff aus der Luft. Ja. Vor allem, ich habe das vor kurzem auch mal bei einem Auftritt in Dresden erzählt. Da war an dieser Stelle Schluss. Ne? Da war der Auftritt ein bisschen kürzer. Nee, ihr könnt ja mal, wenn ihr Zeit habt, könnt ihr ja mal, gebt mal Siegen bei Google Earth ein. Nee, da seht ihr auf jedem zweiten Hausdach Help. Oder hier, Alive Inside. Ne? Hier sind noch welche. Hallo, wir sind noch hier. Wir sind ja unter uns hier, ich kann ja offen sagen. Also ich sage immer, im Grunde besteht diese Stadt nur aus einem Puff und einem Leichenschauhaus. Ficken oder faulen? Mehr kannst du da nicht machen. So, jetzt ist es raus, jetzt können wir auch drüber reden. Hier wirklich, viele Kommilitonen sind so verzweifelt. Leute, die gehen da wirklich in den Puff. Manche gehen versehentlich auch ins Leichenschauhaus. Die merken keinen Unterschied. Das ist nicht schön. Nein, könnt ihr froh sein, dass ihr in Winterthur... Hier, auch ein bisschen blöd auch in Siegen ist die Wohnungsmarktsituation. Wie heißen hier, ihr habt eine richtig, richtig schöne Stadt hier, wie heißen hier die Wohnungsarten? Apartment, Maisonette, Loft, sowas in der Richtung? Gut, meine erste eigene Wohnung heißt Loch. Winzig, dunkel und eng. Manchmal denke ich echt, meine Fresse, wenn man ein Arschloch tapezieren könnte, dann würde ich drin wohnen. Aber gut, klar, okay, als Student, du hast begrenzte Mittel, du musst irgendwas finden für 80, 90 Euro warm.
da siehst du Löcher. Aber wie die Löcher teilweise noch angepriesen werden, wenn ihr mal reinguckt in die Kleinanzeigen in der Zeitung, da steht dann teilweise sowas wie hier, modern geschnittenes 0,5-Zimmer-Apartment, Nähe Parterre. Da stand einmal drunter, Nähe Parterre. Habe ich mal angerufen, was heißt denn das? Ja, Wohnung ist im Keller. Und vor allem als Student, wenn du noch nicht so viel Geld hast oder in der Ausbildung, wenn du auf Wohnungssuche bist, erste eigene Wohnung suchst, die Wohnungssuche, die läuft immer gleich. Da kann das Viertel noch so schön sein, da kann die Straße noch so schön sein. Es gibt auf jeder verdammten Straße immer mindestens ein Haus, wo du genau siehst, oh Mist, da muss es sein. Und dann stehst du davor und sagst, komm, ist ja jetzt erstmal egal, wie es von außen wirkt, ist ja nur wichtig, wie es von innen aussieht. Hä? So, und dann gehst du rein und sagst, kann ich es nochmal von außen sehen? Das ist immer das Gleiche. Als ich meine Wohnung dann endlich gefunden habe, ich kam da an und ich war erst etwas irritiert. Denn ich kam so an und dachte so, hallo, was ist denn jetzt hier los? Wieso fährt denn jetzt hier der Aufzug nicht los? Bis ich kapiert habe, das ist schon die Wohnung. Was? Moment, das ist schon die Wohnung? Da war ich schon ein bisschen enttäuscht, ganz ehrlich. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Nee, weil ich hatte zuerst gedacht, krass, sogar im Aufzug gibt es hier schon eine Toilette und eine Kochnische. Wie sieht dann hier erst die Wohnung aus? Ich mach mal kurz vor, ich hänge ungefähr so in meiner Wohnung drin, ist ungefähr genau so groß, dunkel, stickig, eng, ich kann mich nicht bewegen. Gut, da ist mir aufgefallen, Moment mal, ich habe vorher schon mal einmal so gewohnt. Aber dann wurde ich auf die Welt gebracht. Es gibt einige Parallelen zwischen der Schwangerschaft und heute in meiner Studentenbude. Hier zum Beispiel der Alkoholkonsum. Moment, nichts gegen meine Mutter, Entschuldigung, aber was muss die da weggebechert haben? Die ganzen 9 Monate. Da kann ich mich an nichts mehr erinnern. Kompletter Filmriss, ja, dir geht's genauso, ne? Schwangerschaft komplett weg, oder? Man weiß nichts mehr. Wobei, ich bilde mir ein, ich wüsste noch, wie es damals als Spermium war. Weil unter uns, als Spermium ist ja schon ganz geil. Du bestehst nur aus einem Kopf und einem Schwanz und du denkst dir, hey, das ist das Leben! Gut, unter uns Männer, es ist ja im Grunde auch so, also wir sind nicht so weit davon weg, nein, aber komm. Das wollte ich gar nicht erzählen. Also was mache ich in Siegen so die meiste Zeit? Gut, ich lebe nach dem Motto, der späte Wurm überlebt den Vogel. So rum geht's auch, ich fahre sehr, sehr gut damit. So, was mache ich? Achso, ja, was mache ich da genau? Ich bin sehr viel im Internet, ich hänge ja viel zu Hause rum. Internet ist ein gutes Stichwort. Ich weiß nicht, ob ihr das hier auch in der Schweiz mitbekommen habt. Es war in Deutschland vor einiger Zeit im Internet der Ausnahmezustand ausgebrochen. Folgendes, Arcor hatte YouPorn gesperrt. Da lacht einer, der verrät sich. Ansonsten habe ich mit dieser Reaktion in etwa gerechnet. Ja, nein, pass auf, es war folgendes, du konntest mit Arcor plötzlich nicht mehr auf YouPorn zugreifen. Wisst ihr hier alle überhaupt, was das ist? Arcor. Nein, ihr wisst wirklich, Arcor ist ein deutscher Internet-Telefonanbieter. So, okay, und YouPorn? Leute, unter uns gesagt, YouPorn, wir können. YouPorn? Sagen wir mal so, YouPorn, also ganz kurz, es gibt nackte Menschen. Ja, doch, es gibt nackte Menschen, die machen Sachen, die sie nicht machen sollten. So. Und dann filmen die das, was sie nicht machen sollten. Und dann laden die das ins Internet hoch, was sie nicht machen sollten. Und dann gehen Leute auf die Seite und gucken sich das an. Ja, genau. Da war schon einer auf der Seite. Leute, unter uns. Im Grunde ist YouPorn ein Fall für Galileo Mystery. Natürlich, teilweise siehst du da ganz gewöhnliche Frauen, die können eine komplette Colaflasche verschwinden lassen. Mysteriös. So, und dann ohne, dass sie die Hände benutzt, taucht sie plötzlich wieder auf. Die Colaflasche. Und die Orange, die Kerze, die Fernbedienung, die Gartenkralle. Und das Auto von Barbie und Ken mit Pferdeanhänger teilweise noch. So,
Aber Moment, worauf ich hinaus will, du siehst es ihr von außen gar nicht an, du siehst es ihr von außen nicht an, es ist ein Phänomen vom Körperbau, ein Sportwagen, vom Ladevolumen, ein Ford Transit. Das macht mich ein bisschen misstrauisch, ganz ehrlich, macht mich ein bisschen misstrauisch, vor allen Dingen so zu Hause, im privaten Bereich. Nee, weil ich vermisse seit einiger Zeit, ihr steht auf solche Sachen, ich merke das, ihr findet das gut, oder? Ich vermisse seit einiger Zeit meine Star Wars Sammel-DVD-Box. Und als da letztens meine Mitbewohnerin aus der Badewanne kam, da habe ich mal ganz, ganz unverfänglich nachgefragt. Na, hier irgendetwas zu verzollen? Gut, das fand sie aus- und mittellustig. Naja, okay, alles klar. Es ist ja sowieso heute Abend, mein Gott, ich habe gestern gesoffen, habe ich schon verraten. Und die Tage, wenn du gesoffen hast, da läuft, da geht eh alles drunter und drüber. Was habe ich heute? Genau, ich habe auch versucht, was zu essen. Ich hab heute erst einmal warm gegessen und einmal kalt. Also zweimal Ravioli. Und ja. Achso, genau. Und ich habe heute zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Puffreiswaffeln gegessen. Schon mal Puffreiswaffeln gegessen? 5 Minuten später habe ich zum ersten Mal in meinem Leben von Puffreiswaffeln gekotzt. Gut, aber jetzt weiß ich auch, wie man Milchreis herstellt. Also, ja, bisschen Zimt drüber, ab in den Kühlschrank, lecker. Die Mädels stehen drauf. Also, es geht alles drunter und drüber bei mir. Was ist noch? Genau, eigentlich wollte ich auch mit dem Auto fahren. Schön mit dem Auto in die Schweiz fahren, hat leider auch nicht geklappt. Noch so eine Sache, genau, muss ich allerdings dazu sagen, ich habe kein gewöhnliches Auto, ich habe schon eher so ein besonderes Auto. Kennt ihr diese amerikanischen Monster-Trucks mit diesen fetten Reifen, die so mit 200 Sachen über so 20 Schrottautos springen? Ja, ja, ich habe genau so ein Schrottauto. Es ist bei mir alles, es zieht sich das ganze Leben, es ist einfach, wobei, man könnte natürlich auch sagen, hier, mit Autos ist es wie mit Menschen, jede Macke macht markanter. Gut, also mein Auto ganz klar der Franck Ribéry unter den Kleinwagen. Es ist auch so langsam. Das Teil ist sowas von langsam. Ich habe jetzt ein Navi geschenkt bekommen. Wenn ich da schnellste Route eingebe, dann lacht die Frau und sagt, steig aus und lauf. Also es geht alles bei mir, ich bin einfach langsam, ich habe hier Germanistik, wobei ich hätte schon viel früher merken können, dass das mit mir nicht wirklich läuft. Das war schon zur Schulzeit, das war vor 6 Jahren oder so, bin ich noch zur Schule gegangen, da habe ich schon gemerkt, irgendwas, ich hätte es merken können, denn damals kam schon ein Nachbarsjunge zu mir an und der meinte so, ey Alter, so vom Alter her so, wie alt bist du eigentlich so, vom Alter her so? Ich gesagt, ja, ich bin 18. Alles klar, was ist dein Beruf so, was machst du beruflich so, was ist dein Job so? Ja, ich gehe noch zur Schule. Was, mit 18 so, bist du dumm oder was? Da habe ich ihn damals aber auch schon angeguckt und habe nur gedacht, Mann, was stimmt mit mir nicht? Mein Vater hat damals auch gesagt, Junge, als ich so alt war wie du, da wusste ich schon längst, was ich später mal werden will. Aha, echt? Und warum bist du es dann nicht geworden? Ich muss dazu sagen, ich wurde anti-autoritär erzogen. Daran kann es auch liegen, dass ich nichts auf die Reihe kriege. Ich konnte machen, was ich wollte. Wobei, es gab immer einen Grundsatz. Mein Vater hat immer gesagt, Junge, solange du deine Füße auf meinen Tisch legst. Also es war der Anti-autoritär, es war einfach Wahnsinn. Gut, mit der Arbeit konnte ich mir einfach nicht vorstellen, zu arbeiten hier. Das habe ich von meiner Mutter. Ja, wirklich, meine Mutter hat noch nie gearbeitet. Und die wird auch ihr ganzes Leben nie arbeiten müssen. Meine Mutter ist Grundschullehrerin. Und von nichts kommt nichts. So. Aber bitte, versteht mich nicht falsch. Ich hätte ja gerne so einen Job, wo ich wüsste, geil, ich beneide Leute, die sagen, sie haben einen Job, sind sie begeistert, haben sie richtig Spaß. Hätte ich auch gerne, wirklich. Ein Freund von mir zum Beispiel, der ist Polizist, der ist begeistert. Der hat nie Feierabend als Polizist. Nein, der kann das Wissen immer anwenden. Hier, der erkennt zum Beispiel an der Art und Weise, wie auf der Pizza der Belag verrutscht ist, ob der Pizzabote zu schnell gefahren ist. Ja. Dann macht er den Karton auf. So, und wenn da schon was daneben liegt, dann sagt er, aha, und was ist das? Ja, das ist eine Pepperoni. Nein, das ist ein Punkt in Flensburg. Anderer Freund von mir, der wollte immer was mit Tieren machen. Der hat es geschafft, der ist jetzt Metzger. Wenn man was hat, ich hätte auch gerne sowas, wo ich sagen könnte, jawohl, das ist richtig.
Aber ganz ehrlich, dass ich nicht wirklich was auf die Reihe kriege, dass ich zu nichts komme, liegt auch daran, muss ich ganz klar sagen, ich bin im Moment so abgelenkt, im Moment muss ich permanent SMS hin und her schicken mit meiner Freundin. Ich komme absolut zu nichts anderem mehr. Muss ich dazu sagen, ich war längere Zeit Single, ich war das mit den SMS radikal, hier mit SMS hin und her schicken, war ich gar nicht mehr so gewohnt. Denn ganz ehrlich, als Mann, wenn du Single bist, du verschickst ja jetzt nicht so viel SMS. Okay, komm, es gibt immer so Ausnahmen, natürlich sowas wie hier, Hallo Tom, habe mir beim Holzhacken den Unterschenkel abgetrennt. Kannst du mich ins Krankenhaus fahren? Mein Wagen springt nicht an. Sowas. Als Mann verschickst du nicht so viel SMS. So, aber sobald du eine Frau kennenlernst, dann geht's aber los. Hallo, was ist denn da los? Ja, viele Frauen sind schon mal prinzipiell ganz anders ausgestattet als wir. Ich kenne viele Frauen, die haben irgendwie so Spezialverträge aus dem Internet irgendwo abgestaubt. Die haben dann da irgendwie 2 Handys für 0 Euro, 500 frei SMS. Pro Handy, pro Woche. So, dann geht's aber los, sobald du eine kennenlernst. Im Minutentakt kommen da die SMS. Im Friendly Fire der SMS wirst du da niedergemetzelt. Wo bist du? Was machst du? Was tust du? Wann kommst du? Was denkst du? Denkst du das wirklich? Zack, zack, zack. Und vor allen Dingen teilweise schreibt meine Freundin so Sachen, da weiß ich faktisch nicht, was will sie von mir? Was will sie von mir? Hier, was hatte sie mir letztens geschrieben? Moment, mal gucken, ob ich den ganzen Text noch zusammenkriege. Genau, sie hatte mir geschrieben, huhu. Sie hatte mir eine SMS geschickt mit dem Inhalt, huhu. Da habe ich aber auch nur gedacht, das wäre mir jetzt die 19 Cent nicht wert gewesen. Huhu, ich denke, was will sie denn jetzt? Will sie Tierstimmenraten spielen? Oder? Habe ich zurückgeschrieben, ich möchte lösen, Eule. Huhu, warte. Nein, komm, ich versuche schon vernünftig zurückzuschreiben. Ich muss aber dazu sagen, ich bin SMS-Legastheniker. Das heißt, ich muss noch drauf gucken, während ich tippe. Ich bin nicht so schnell. Ich kann die Dinger nicht blind unterm Tisch eben so raushauen. Ich bin ein bisschen langsam. So, ich schreibe also, hallo Schatz, bin alleine im Wald beim Holzhacken, denke nur an dich und ich komme um. Aber da schreibt sie schon, warum antwortest du denn nicht? Ich bin doch gerade. Und dann schreibt sie dahinter noch trauriger Smiley und diese ganzen. Ja. Nein, hallo Schatz, ich will doch gerade antworten, aber ich kann nicht so schnell tippen, denke nur an dich und ich komme um, aber da schreibt sie schon wieder, muss ja nicht mit mir reden, wenn du nicht willst. Nein! Und dann schreibt sie dahinter noch Sternchen einsam fühl, Sternchen. Was ist denn das jetzt für eine neue Mode plötzlich, hä? Alles mit Sternchen? Sternchen freu, Sternchen, Sternchen einsam fühl, Sternchen, was? Ich muss erstmal eine Bekannte fragen und die Bekannte hat mir das erklärt. Die meinte, ja, das heißt, Sternchen, das heißt, da kannst du super deinen Gefühlen und Wünschen, kannst du da Ausdruck verleihen. Genau, was, hä? Genau, ja. Ja, habe ich gedacht, gut, komm, wenn das so ist, bitte, dann hau ich's raus. Hä? Und dann habe ich zurückgeschrieben, Sternchen, deinen Kopf zwischen meinen Beinen wünsch, Sternchen. Ja. Und was soll ich euch sagen? Jetzt bin ich wieder Single. In diesem Sinne, vielen Dank. Danke sehr. Ein Applaus. Dankeschön. Sternchen Platz nehmen soll. Ja, danke. Musst du was trinken? Sternchen gerne macht. Ja, Sternchen durstig sei. Sternchen. Die erste Frage, die muss jetzt gleich kommen. Wie viel Autobiografisches steckt da drin? Ist das Leben wirklich so hart zu dir, oder? Bist ja. Du ein fantasievolles Kerlchen? Nein, wirklich, komplett. Wie viel Autobiografie? Du studierst wirklich Germanistik? Ja, 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 ja. Auch so erfolglos, wie du das beschrieben hast? Ja, oder? Ja, ja. Ich überlege gerade noch, soll ich jetzt in der Rolle drinbleiben oder lasse ich es jetzt fallen? Komm ist raus, alles komm komplett raus. Autobiografisch. Wirklich? Fast. Also mit Siegen stimmt auf jeden Fall.
Ich hatte noch für dich gehofft, dass das erfunden ist, aber okay. Leider nicht. Da habe ich richtig daneben gegriffen. Also. Ich habe schon gesagt, du passt zur Frischlingsparade, weil du natürlich noch recht jung bist, so in dem zarten Alter, aber schon große Erfolge gefeiert hast. Macht das denn auch Angst oder hoffst du da auf eine bessere Zukunft, weil du dann vielleicht der Germanistik abtrünnig werden kannst? Wie war die Frage? Gibt es Hoffnung auf was Besseres? Unbedingt. Ich meine, also Germanistik, da bist du einfach ganz unten und da kann eh nichts mehr passieren. Von daher sehe ich total optimistisch die Zukunft. Gut, also das kommt schon mal ganz gut. Wenn du jetzt eben mit deinem ersten Programm unterwegs bist, wie ist denn die Zukunft? Du hast gesagt, das erste Mal in der Schweiz. Bis jetzt war das ein weißer Fleck auf deiner Erfolgskarte. So. Ja. Wird sich das denn ändern? Oder? Also heute allererster internationaler Auftritt. Also Wahnsinn. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Es war großartig. Ja, und es war bestimmt heute auch das letzte Mal. Nicht das letzte Mal. Ja. Naja. Da lacht eine ganz dreckig. Hat die den ganzen Abend so dreckig? Ich weiß nicht. Aber finde ich gut. Find ich gut. Stellst du dir die Leute vor, wenn du guckst, wenn du die lachen hörst, wie die dann aussehen? Weil oft unterschätzt man ja, also was. Ja, gut, ich weiß es ja, da hinten sitzt meine Mutter. Und, also. Ja. Ja, nee, kommt ja. Ja, aber man sieht die Leute nicht, das stimmt. Man sieht ja auf der Bühne gar nicht, wer da eigentlich sitzt. Das ist immer erstaunlich, wegen dem Licht. Manchmal auch beruhigend, weil man eben. Oder auch beruhigend. Ja. Oder auch beruhigend. Jetzt hast du gesagt, das erste Mal in der Schweiz, vieles kommt auf dich zu. Vielleicht kannst du der Germanistik abspenstig werden. Was sind denn deine Hoffnungen, Ziele, Pläne nach diesem großartigen Sieg, den du eben eingefahren hast beim Quatsch Comedy Club? Ja, vielleicht studiere ich jetzt einfach Philosophie oder sowas. Nee, also Quatsch Comedy Club war super. Die Talentschmiede war das ja. Das war der allererste Versuch. Das war echt sehr, sehr schön. Ja, und ich bleibe auf jeden Fall dabei. Also, das macht sehr, sehr viel Spaß. Es gibt ja nicht so viele Auftritte, wo nichts auf mich geworfen wird. Also von daher war ich heute. Ich werde oft gefragt, kannst du leben von dem Quatsch? Sage ich, ja klar, kann ich, solange die Leute mit Pfandflaschen schmeißen. Also, ja. Kommt da auch ordentlich was rum. Aber wenn du jetzt mit 24 schon so dick im Business bist, kannst du dir denn vorstellen, dass du das machst, bis du pensioniert bist? Oder hofft man da vielleicht doch, dass man irgendwann mal Studienrat wird oder so, wenn man dann erwachsen ist vielleicht? Ich will natürlich jetzt in 5 Jahren so viel Schotter verdienen, dass ich danach mich einfach verabschieden kann. Guter Plan, ne? Oder? Klappt wahrscheinlich. Nee, ach, ich weiß nicht, wie gesagt, also meine beiden Eltern sind Lehrer, also und da bin ich absolut gebrandmarkt und so. Ich will auf definitiv nicht irgendwie Pädagogik, also da irgendwas Studiengrad, auf gar keinen Fall. Aber du wolltest schon als Kind, hast du gesagt, wenn das nicht erfunden ist in deiner Biografie, dass du wirklich Komiker werden wolltest. Also du hast schon als Kind gesagt, ich werde Komiker. Ja, gut. Nee, die Leute haben gesagt, wer Germanistik studiert, der hat auf jeden Fall Humor, quasi. So. Aber. Ich habe natürlich mit 3 Jahren angefangen, Germanistik zu studieren, also von daher kommt das hin mit dem Kind. Nee, ja, es war ein bisschen später. Aber der Weg so über die Werbung hat dann einfach auf die Bühne geführt, also da führt jetzt kein Weg ran vorbei für dich. Genau, richtig. Gut, das war eine solange man mich lässt, ist es immer, solange ich eingeladen werde, vielen Dank. Also hat sehr viel Spaß gemacht. War nicht ich, das war der Direktor des Casinotheaters, so. aber also ich gebe ihm recht, das hat sich sehr, sehr bewährt. Ich hoffe, er wird mal ein Soloabend machen oder im Casinotheater, wer doch mal reinziehen. Siehste. Die Damen und Herren, David Werker, Sie Applaus. Dankeschön. Die Frischlingsparade ist Ihnen präsentiert worden von der Provita Gesundheitsversicherungs AG und der Neuburg Garage, Ihrem Mitsubishi-Vertreter in Winterthur.